Hallo meine Freunde, willkommen zurück in No Man's Sky. Heute ist ein Riesen-Update erschienen. Ein 5,1 GB großes Update mit größtenteils Content. Das heißt, wir können uns in No Man's Sky wieder ein bisschen was Neues ansehen und rumtreiben. Das Update heißt Desolation. Wenn ich mir jetzt nicht täusche, ich denke ja. Und das Ganze geht eher um Kampffrachter, Mini-Verbesserungen. Und das werden wir sich jetzt kurz mal anschauen und durchgehen. Die Seite für die Updates, mit den Patch-Notes ist down. Somit sieht man auch mal wieder, wie groß der Ansturm ist. Oder sie haben überhaupt nicht damit gerechnet, das weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls war mein komplettes Multitool kaputt. Ich habe das jetzt neu sortiert. Da haben wir schon das erste, was neu ist. Zum Beispiel, man kann von dem Frachter, das ist mit dem deutschen, ich schätze mal, es ist wegen der deutschen Übersetzung, man kann von dem Frachter aus auch vom Frachter aus auch die Behälter zugreifen. Ein paar gehen, jetzt sitzt das rutscht immer ein Stückchen weiter nach links. Und jetzt spätestens da kann ich das nicht mehr anklicken. Und jetzt ist weg. Ja, das wirkt irgendwie eher bugmäßig. Aha. Kann mit Q und E da wirklich alles durchschalten? Okay, dann ist das Problem anscheinend wirklich nur die Übersetzung, dass die Wörter ein bisschen länger sind. Also prinzipiell ist jetzt, man kann hier jetzt auf die ganzen Frachtcontainer zugreifen. Das erleichtert natürlich einiges, ja, also organisatorisch her ist das schon cool. Dann, ich habe nebenbei die Patch-Notes in Englisch offen auf meinem Handy. Also, dann gibt es neue Encounter. Die werden wir uns im nächsten Part oder jetzt noch anschauen. Man kann kaputte Frachter finden, zerstörte, die reingehen. Das habt ihr im Trailer sicher schon gesehen. Und da drinnen nach Upgrades suchen, nach Schätzen, nach irgendwelchen Belohnungen. Es könnten Gegner drauf sein, so aller Dead Space, irgendwelche Monster, es gibt Selbstschussanlagen, die Geräte verteidigen. Also es gibt da einiges. Und die Fracht, das Wichtige ist, sind zufallsgeneriert, keiner wird wieder andere sein. Das heißt wirklich, wir haben bei jedem Frachter eine neue Umgebung, auch die Story wird zufallsgeneriert. Es gibt nämlich da immer so, wenn man sich weit genug durchkämpft, das Captain's Logbuch am Schluss. Und der erklärt praktisch gesehen, war die letzten Stunden bevor, der erklärt die letzten Stunden bevor der Frachter ein Unglück passiert ist, die Crew verlassen hat. Und das hört sich ja alles relativ geil an. Eine andere super Erneuerung ist, da kommen wir gleich dazu. Schauen wir uns erstmal auf die Encounter. Sind wie gesagt zufallsgeneriert. Jedes Sternsystem hat einen eigenen Stil, dieser Frachter steht hier. Was den Wanderern, also den Travelers erlaubt, Portaladressen in den interessanten Wracks weiterzugeben. Ja, aggressive Drohnen, Gegner, alles mögliche vorhanden, das brauchen wir jetzt gar nicht so genau eingehen, das sehen wir im nächsten Part. Neue Lore Story Content kriegt man eben im Captain's Logbuch. Man kann diese Dinger mit einem Subspace Radar während einem Pulse Drive finden. Man kann aber auch mit einem Notruf, man kann aber auch im Endeffekt beim Scrap Dealer, der steht auf Raumstationen rum, Koordinaten kaufen. Jede Woche Iteration Helios offers a free emergency broadcast receiver. Den Receiver braucht man, um den Notruf zu kriegen. Ich habe jetzt noch keinen, soweit ich das jetzt gesehen habe, bekommt man den, man kann den Receiver glaube ich auch in Minenfeldern mit einem Raumschiff ernten. Warte, es gibt so viele neue Sachen da. Wir müssen da alles mal durchprobieren. Boah. Bei der Upgrade Station im
Frachter, hier, kann man jetzt auch ein paar neue Sachen machen. Man kriegt ja Upgrade-Module für den Frachter, man kann sich Space dazu kaufen, man kann den anmalen, das findet ihr hier beim Upgrade-Terminal. Schaut so aus, Upgrades ist gleich geblieben, zusätzliche Lagerfläche hinzufügen. Seht ihr? Dafür benötigen wir einen Frachtschrott. Das kriegen wir dann von den kaputten Frachter, wo wir jetzt noch keines haben. Und man kann ihn bemalen. Da kann ich euch jetzt aber gar noch nichts dazu sagen. Das habe ich nämlich noch nicht durchgelesen und rausgefunden. Man kann eben den Frachter bemalen, das war alles gesperrt. Ich schätze mal auch, dass man das auf die kaputten Frachter findet. So, man kann eben auch Teleport, das kann man mittlerweile auf dem Frachter stellen. Habe ich schon gemacht. Ist relativ cool mit einem lachenden, weinenden Auge. Das lachende Auge ist, juhu, ein Teleporter, das weinende. Anscheinend kann man nicht zurück teleportieren, sondern nur weg teleportieren. Hier, das Portal kann man aufstellen. Das Blitzsymbol kann sich ignorieren, das ist wie mit den Storage Container zuerst einmal bei den Farmen überall, da waren auch überall Blitze und die braucht man gebrauchen, eigentlich ja gar keinen Strom. Von daher ist das eigentlich ziemlich für den Arsch auf Friedrich. Ja, dann diverse UI-Verbesserungen, farbliche Verbesserungen. Man kann jetzt da einen einzigartigen Namen haben, einen Rang. Ich heiße, glaube ich, Wicked Core Junkie, der Letzte oder so. Nur wüsste ich, weiß ich jetzt gar nicht, wo man den wieder herkriegt, aber das sind lauter Kleinigkeiten. Customize your title, ja genau, das sind Titels. Beim Customizer kann man den Titel ändern. Ist das der Customizer für den Typen da? Schauen wir mal. Aussehensmodifikator. Das schaut eigentlich gar nicht so aus. Ich schaue aber ziemlich eigenartig aus, muss ich sagen. Ja, nee, kann man da nicht machen. Macht aber nichts. Gibt ja genug. Gibt den Customizer, glaube ich, am Schiff irgendwo. Kriegt man durch Achievements, kriegt man das. Und die Sentinel-Drohnen sind jetzt von den Leben her verringert worden. Aber dafür spawnen mehr von denen gleichzeitig. Was im Endeffekt das Ganze schon ein bisschen schwieriger machen könnte als eine Drohne, die nutzlos ist. Viele Drohnen sind dann schon wieder blöd. Das Aiming haben es verbessert, das Gun-Based, Gunplay. Also sie haben wirklich überall rumdreht, an die Schrauben dreht. Was gibt's noch Tolles? Ja, ich meine, das war's noch lange nicht. Die Patchlos sind ewig lang, aber größtenteils steht hier Improved, Added, Fixed, Reworked. So. Sie haben ein Added a New Item, the Repair Kit. This can be used to repair any damaged subcomponent in place of its required components. The kit is consumed upon use. Das ist auch cool, so ein Repair-Kit, um irgendwas zu reparieren, anstatt dass man die ganzen Dinge mitnehmen muss. Das ist gar nicht schlecht, kann man das herstellen. Mal schauen dann. Sie haben einiges an der Grafik dreht, die Bloom-Effekte, die Leuchteffekte sind alle jetzt da verbessert worden. Die leuchten nicht mehr so extrem. Oder leuchten jetzt eigentlich extremer im Dunkeln. Da gibt es schon einiges, was man machen kann. So, das bin ich jetzt nochmal die Patch-Notes überflogen. Ich zeige euch jetzt mal nochmal, wo der komische Händler rumhängt. Theoretisch kann man das jetzt ja von hier aus mal wegporten. Irgendeine Stunde, man muss sich. Ich weiß nicht, bei welcher ich vorher war, weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall war der auf der Station mittendrin. Und jetzt macht das Ganze auch mehr Sinn. Vielleicht brauchen wir auch den Essensfabrikator dann nochmal für was Sinnvolles. Sauerstoff müssen wir schauen, dass uns nicht ausgeht, weil auf die Schiffe drauf, auf die kaputten Frachter gibt es eben logischerweise keinen Sauerstoff. Und muss daher versuchen, immer genug mitzuhaben, um das wieder aufzufüllen. So. Mal. Ihr seht es, das sind die Typen da. Schrotthändler verfügbar.
Und der würde uns die Koordinaten verkaufen. Fragen, was zum Verkauf steht. Das habe ich nur so drückt. Verlassene Fraktion, kann sie finden, doch es hat seinen Preis. Ja, ihr seht sie, für 5000, 5 Millionen Units, 5000 wäre es billig, kriegen wir die Koordinaten für so einen Frachter. Was im Endeffekt cool ist, weil wir doch einiges, ja, mit 279 Millionen kommen wir schon eine Weile durch. Schauen wir mal, kann ich jetzt von hier aus eigentlich einen Frachter in die Ding? Ne, kann ich nicht. Wenn ich ein Frachter bin? Auch nicht. Immer noch, ich kann das jetzt irgendwie in den Frachterraum weiter schicken, in den Frachtraum. Gut. Das waren einmal die wichtigsten Erneuerungen, die es gibt. Es gibt natürlich noch viele, viele mehr, aber das waren mal die wichtigsten. Es war aber wichtig, das mal anzusprechen. Der Patch hat bei der Nummer 2.6. Und ja, das war's von dem her mal. Wir fliegen jetzt mal kurz eine Runde. Hat sich nämlich in der, in das, ja genau, neue Nexus-Missionen sind auch verfügbar. Für Abwechslung ist also gesorgt. Wir haben mehr als genug zu tun. Ich weiß noch nicht, ob man, wenn ich da farme ein bisschen was, ob ich da irgendwas zusammenkriege. Ja, ich weiß. Aber man kriegt auch irgendwann, kann man auch ganz selten bei den Asteroidenfeldern meinen, irgendwie so ein Emergency-Empfangsteil finden, dass man eben so einen Frachter findet, da braucht man sich kaufen. Das haben sie meiner Meinung nach aber nur einbaut, dass man halt, dass nicht irgendwer minen geht, weil ich glaube, die wenigsten minen wirklich im Weltall. Ich meine, ich habe das Spiel, ich denke mal, bis zu dem Patch schon alles so ziemlich gesehen gehabt, was man sehen kann. Und muss dazu jetzt eigentlich sagen, ich habe das eigentlich nie wirklich gebraucht zu meinen. Ja, fürs Tritium vielleicht oder so. Kriegt man schnell, aber für den Rest war es eigentlich nicht so wichtig. Und ihr seht, ich fahr mich hier blöd, will ich jetzt nicht sagen, aber man muss anscheinend doch einiges abernten, um wirklich da dieses komische Emergency-Modul kriegen. Jetzt haben wir sich mal in Hyperspace, vielleicht kriegen wir einen Notruf rein. Ich weiß ja nicht, wie lange man eigentlich fliegen muss, um so einen Frachter zu finden. Sobald ich das rausgefunden habe, werde ich euch dazu natürlich ein Video machen. Aber mit dem Video ist jetzt mal vorbei. Und das nächste starten wir gleich hinten dran, morgen. Und werden uns mal so einen Frachter anschauen. Ich weiß noch nicht, wie ich mich ausstatten muss. Brauche ich da jetzt, also nicht, brauche ich jetzt irrsinnig viel Essen mit, sofern überhaupt notwendig. Brauche ich was im Sauerstoff aufzufüllen? Ja, brauche ich irgendwelche Schilde, Schutz gegen irgendwelche Anomalien, Munition. Munition ist nicht das Riesenproblem. Da habe ich jetzt da 1200 nur. Habe ich eigentlich schon mehr hergestellt, vorher vergessen zu speichern. So. Ja, also ihr seht, da geht schon was. Und da haben wir wieder ein paar Asteroiden. Also ich finde es nach wie vor sehr geil, dass sie das Spiel wirklich weiterentwickeln, damit das schön vorangeht. Angeblich kommen dann noch einige Updates hinterher. Das soll noch lange nicht alles gewesen sein. Weil ich den Frachter gerade sehe, was ich auch gut finde, ich glaube, die haben die Reichweite erhöht, wo man sieht zum Beispiel, wo man wirklich dann sieht, welche Schiffe sind kaputt von der eigenen Flotte. Ich glaube, die Reichweite wurde erhöht, weil ich sehe das jetzt schon von urweit weg und das war schon urzach, da wirklich hinzukommen. Also mittlerweile, das funktioniert gut. Noch irgendwelche News-Ding, ich habe das gelesen.
alles soweit mal, aber wie gesagt, die Patch-Note-Seite ist leider down im Internet, auf die Schnelle findet man jetzt keiner, der was kopiert hat, außer auf Englisch. Größtenteils, wie gesagt, sind Improvements, Waffenhandling. Interessantes Objekt. Ja, ich verstehe kein Wort. Frachtverzeichnis begutachten. Oh, ein Händler mitten im Weltall. Respekt. Kann ich dir was verkaufen? Hat der vielleicht ur die leibernden Preise? Das wäre natürlich cool. Was haben wir denn an Gold? Minus. Nee. Für wenn ich so schnell durchgehe, ist da ziemlich alles minus, außer Kristallsulfid. Nee. Ja, hat jetzt gar nicht so die super tollen Sachen, muss ich ehrlich sagen. Zum Kaufen nicht. So ein Würfel wäre vielleicht cool mal. Nicht mehr duftende Pheromonflasche. Kaktusfleisch. Restsubstanz. Nee, das brauche ich nichts von dem. Kannst du dich wieder verziehen. Darfst du wieder weg. Das finde ich aber eigentlich auch so eine geile Sache, dass man. Warum visiert der eigentlich immer das Falsche an? Finde ich aber auch so eine geile Sache, dass man aus dem Impulsantrieb aktiv, also aus dem Hyperspace, sage ich immer raus, Händler findet, Schiffe findet, die Fracht auch finden kann im Endeffekt dann. Das finde ich eigentlich relativ cool, weil es immer wieder was dazwischen halt passieren kann. Auch so, da wollen wir jetzt her. Okay, während ich mal da hingehe, verkaufen gehe und mein Inventar leere, mich vorbereite auf den Frachter, beende ich den Part und sobald ich den Part den anderen fertig habe, wird der direkt danach veröffentlicht, kurz darauf, nicht, damit nicht zu viel Zeit dazwischen ist. Dann werden wir sich das mal ein paar Mal anschauen. Nächste Mission kommen am Wochenende, da gibt es wahrscheinlich wieder Specials. Seht ihr es hier? Der Schrotthändler ist markiert. Wir sehen uns im nächsten Part. In No Man's Sky jetzt wieder öfter parallel zu den anderen Survival Games, die ich spiele. Sea of Thieves spiele ich, wenn gerade nichts zu tun ist in den Spielen, wir durch sind, auf Content gewartet sind, erwarten. Das spiele ich deswegen, weil es wirklich ein gutes Game ist. Könnt ihr euch mal anschauen. Da geht nichts verloren dran, sagen wir so. Nein, meine ich. So, und in dem Sinne. Jetzt gehen wir los mit No Man's Sky. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dann und lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Das wäre super nice, inklusive ein Comment. Und wenn es irgendwas Tolles gibt, was ich nicht gesagt habe, dann sagt es bitte. Dann wird es im nächsten Part wieder ausgebessert, wiederholt. Und falls irgendetwas ich falsch gesagt habe, bitte korrigiert es mich. Ich bin da sehr dankbar dafür, weil jeder macht Fehler, vor allem ich. Und jetzt könnten wir mal schauen, kann man das jetzt schon upgraden? Das ist nämlich das ist nämlich nicht gegangen letztes Mal. Lagerkapazität erweitern. 25 Millionen? Aber da kriege ich aber ordentlich was dafür. Klasse verbessern. Wo ist Maximum, wollte ich gerade sagen, wo soll denn das hin? Nee, es geht nicht. Das geht hier auch nicht. Ja, schaut hübsch aus. Bringt nur nichts. Gut. Passt. Dann bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Wir sehen uns. Schaltet wieder ein. Dann schauen wir uns so einen kaputten Frachter mal an. Und schauen wir, ob wir ihn überleben oder ob wir gleich vollkommen drauf gehen. Also, bis dann und ciao.